Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um meine Haustiere. Los geht es mit den Fischen. Im Garten sind zwei kleinere Teiche mit Goldfischen. In den ganzen Jahren haben wir immer wieder Fische bekommen und es sind zwischendurch auch mal wieder welche an Altersschwäche verstorben. Auf den Bildern könnt ihr kleine Ausschnitte der Teiche sehen. Weiter geht's mit den Katzen. Als ich noch im Kindergarten war, hatten wir eine schwarz-weiße Katze namens Mechthild, von der ich leider keine Bilder gefunden habe. Sie ist eines Tages verschwunden und wurde nie wiedergefunden. Dann hatten wir Felix als Familienkatze. Er war eine echt so tolle Katze und ich habe viele Jahre meiner Kindheit mit ihm verbracht. Im November 2013 musste er leider aufgrund von Nierenversagen eingeschläfert werden. Süßer. Eine Zeit lang hatten wir neben Felix auch eine schwarze Katze namens Barney. Er lag leider ein paar Monate nachdem Felix gegangen war, tot im Garten. Er hatte etwas Giftiges gefressen, vermutlich in einem der Nachbargärten. Von Felix hat mein Großcousin mal ein kurzes Video gedreht und auf YouTube hochgeladen. Ich werde es mal in der Infobox verlinken. Wir Süßen. Im Januar 2014 habe ich mich dann in Lucky verliebt. Er war da circa 7 Jahre alt. Soviel ich weiß, sind die Vorbesitzer umgezogen und haben ihn zurückgelassen. Das Einzige, was die Nachbarn wussten, ist, dass er Lucky heißt und auch sehr gut auf diesen Namen hört. Ich habe ihn ein paar Tage lang mit meinen Eltern in der Pflegestelle besucht, bis wir uns dann entschieden haben, ihn am 20. Januar 2014 zu uns zu holen. Er ist ein echt verschmuster Kater. Vor kurzem hat er drei seiner vorderen Zähne operativ entfernt bekommen, weil sie entzündet und locker waren. Er tat mir echt leid, als ich ihn so regungslos da liegen sah. Zum Glück hat er jetzt alles gut überstanden. Mittlerweile hat er ein geschätztes Alter von 10 bis 11 Jahren. Der Lucky? Weiter geht's mit den Hamstern. Auf Hamster bin ich 2011 gekommen. Wir haben damals zwei Zwerghamster von einem guten Freund in Pflege genommen, wenn er nicht da war. Am 26. August 2011 habe ich dann meinen ersten eigenen Hamster bekommen. Sie hieß Lea und war ein Goldhamster. Sie war eine Liebe und Neugierige. Am 10. Juni 2013 habe ich sie dann tot in ihrem Schlafhaus gefunden. Sie war friedlich eingeschlafen. Mein zweiter Hamster hieß Erwin und war ein dschungarischer Zwerghamster. Er ist am 22. Oktober 2011 bei mir eingezogen. Er war eine sehr aufgedrehte und neugierige Persönlichkeit. Ich habe ihn am 8. Januar 2014 tot in seinem Nest gefunden. Er war auch friedlich eingeschlafen. Mein dritter Hamster war wieder ein Goldhamster. Er hatte den Namen Caramello und ist am 30. November 2013 bei mir eingezogen. Leider habe ich ihn schon am 10. Juni 2014 tot aufgefunden. Er war am Tag zuvor noch topfit und hatte keine Anzeichen, dass er krank ist oder Schmerzen hat. Ich finde es so schade, dass wir nicht länger miteinander hatten. Mein vierter Hamster war dann wieder ein dschungarischer Zwerghamster. Diesmal war es ein Mädchen. Sie hieß Charlie und ist am 9. Januar 2014 eingezogen. Charlie hatte einen Tee auf dem Po und war eine sehr liebe und neugierige. Ich habe sie am 10. April 2016 in ihrem Nest tot aufgefunden. Sie war ebenfalls friedlich eingeschlafen. Der fünfte Hamster war wieder ein Goldhamster und hieß Lena. Lena war am 8. August 2014 eingezogen. Sie war auch sehr neugierig und lieb. Am 13. Juli 2016 fand ich sie morgens schwer atmend in ihrem Gehege. Am Abend zuvor war noch alles in Ordnung gewesen. Wir wollten sofort mit ihr zum Tierarzt, aber sie ist noch in meinen Armen verstorben. Das war echt so ein schlimmes Erlebnis, dass ich erst mal ein paar Tage lang echt fertig war. Für meine verstorbenen Hamster habe ich zwei kleine Ecken im Garten angelegt.
Mein sechster Hamster ist Blacky. Er ist ein schwarzer Goldhamster und ist am 19. April 2016 hier eingezogen. Im Oktober 2016 habe ich mir mit Papa und einer Freundin einen Wunsch erfüllt und wir haben ein Hamstergehege in Tischtennisschlägerform gebaut. Blacky ist dann am 11. Oktober 2016 in das Gehege umgezogen. Er ist ein ruhiger, lieber und sehr vorsichtiger Hamster. Wenn ich ihn aus der Hand füttere, nimmt er es sehr vorsichtig an. Mein siebter Hamster ist Selina. Selina ist auch ein Goldhamster. Sie ist am 24. Mai 2016 bei mir eingezogen und ist eine sehr neugierige Persönlichkeit. Zu meinem achten Hamster kam ich durch eine Schulkollegin aus dem Berufskolleg. Sie hatte sich im April 2016 einen Goldhamster geholt und sie Mimi getauft. Im Juli 2016 war sie völlig überfordert mit ihr und wollte sie aussetzen. Ich habe schnell gesagt, dass ich sie aufnehmen werde. Seit dem 2. Juli 2016 wohnt sie nun bei mir und hat den Namen Twix bekommen. Am 16. August 2017 ist Twix in ein großes Holzgehege umgezogen. Mein neunter Hamster war mein erster Hamster von einer privaten Züchterin. Es war ihr erster Wurf und ich habe mir aus dem Wurf ihn ausgesucht. Er bekam den Namen Angelo. Angelo ist der erste Hamster, von dem ich das Geburtsdatum weiß und von dem ich die Eltern und Geschwister kennenlernen konnte. Angelo ist ein echt süßer, lieber und aktiver Campbell-Zwerghamster. Mein Vater und ich haben ihn am 11. Januar 2017 abgeholt. Mein zehnter Hamster ist Bella. Sie ist ein Goldhamster und zog am 10. Mai 2017 bei mir ein. Sie ist sehr scheu und ängstlich. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!